Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 5 Video. Ich weiß, dass ich das letzte Video sehr spät hochgeladen habe, aber wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, habe ich ein paar Probleme mit meinem YouTube-Channel gehabt. Die Probleme sind behoben, zum Glück wunderbar. Jetzt geht es aber aktuell in die neue Saison und zwar haben wir da jetzt den Frühling in der Hitzesaison und da bekommen wir den 650 Spider oder den Lamborghini Aventador SVJ. Für den SVJ braucht ihr lediglich 40 Punkte und dann gehört der euch. 40 Punkte, damit sind nicht diese hier gemeint, die Forza Ton Punkte, damit sind diese hier gemeint. Unten könnt ihr sehen 10 Punkte, 3 Punkte, 3 Punkte, 2, 2, 2 und so weiter. Damit müsst ihr die Punkte voll machen und dann bekommt ihr auch diese beiden wunderschönen Autos. So, hier geht es jetzt aber um die neue wöchentliche Aufgabe und zwar Campen. Kapitel 1, Samba Ole, besitze und fahre den 1963er Volkswagen Typ 2 Deluxe, auch bekannt als Samba oder Sondermodell. Einmal auf meine Autos, dann gehen wir ganz nach unten und suchen uns den VW raus und dann nehmen wir einmal den Typ 2 Deluxe von 1963. Gehen direkt raus aus der Garage oder aus dem Haus oder wo ihr sonst auch immer seid. Einmal kurz ein bisschen losfahren. Ich fahre ein bisschen weiter weg, weil wenn ich jetzt X drücke, gehe ich direkt wieder in die Spieleliste. Wenn man das am Haus macht, ja, ihr wisst es, dann landet man wieder im Haus und das ist blöd. Ach was. Weiter geht's mit Kapitel 2. Durch die Lupe. Schieße ein Foto deines 1963er Volkswagen Typ 2 Deluxe, einem Mikrobus mit 23 Fenstern. Aha. Dann gehen wir einmal in den Fotomodus, machen ein schönes Foto. Oh, das sieht schön aus. Das passt auch wirklich wieder toll als Thumbnail. Ja, das passt auf jeden Fall. Warte mal, ein bisschen Platz nach oben machen. So passt das. Foto geschossen. Oh, den hatte ich sogar noch gar nicht fotografiert. Sehr nice. Ihr könnt den Fotomodus dann direkt wieder verlassen. Und dann ist auch diese Aufgabe erledigt. Weiter geht es mit Kapitel 3. Spritztour. Spaß hat man nicht nur, wenn man schnell fährt. Schließe daher ein Event-Lab in deinem 63er Volkswagen Typ 2 Deluxe ab und mache eine gemütliche Spritztour. Ja komm, machen wir. Da haben wir doch was ganz Kurzes. Da habe ich nämlich gerade erst was anderes gespielt. So, heute beliebt Pinata. Das nehme ich doch mal in Solo. Dann fahre ich das auch damit. So, dann geht das Rennen auch schon los. Und das ist sehr, 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 sehr kurz. So, die Pinatas am Rand, die sind jetzt total egal. So, das war's schon. Rennen beendet. Zweiter. Wow, nicht erster. Egal, ich denke, das sollte zählen. Und abgeschlossen. Weiter geht's mit Kapitel 4. Spritztour 2. Tune den 36 PS starken Motor deines 1963er Volkswagen Typ 2 Deluxe und gewinne ein B-Klasse Querfeld-Einrennen. Dann wollen wir das doch mal tun. B-Klasse, dann geht's einmal ab nach Hause. So, Fuhrpark, Upgrades, Tuning, Tuning finden. Jetzt suchen wir uns B raus. Guck mal, da haben wir 218 km/h, ne? 229, 232. 232 sieht doch ganz gut aus. Das nehme ich. So, auf B700 getuned, gehe ich auf die Karte, mache alle Filter aus. Gehe hier auf Querfeld-Einrennen-Filter und dann haben wir hier nur noch die Querfeld-Einrennen. Komm, dann nehmen wir einfach einen Sprint. Das sollte am schnellsten gehen. Dann gehen wir mal auf heute beliebt. Der Code ist für die Strecke 627458980. Und dann starte ich das auch mal. Dann nehme ich den Wagen auch dafür. Und dann geht es auch schon los. 3, 2, 1, los, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das Rennen ist beendet. Ganz so kurz hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, ist eine witzige Idee. Start und Ziel in einem. Das finde ich toll. Ich hätte jetzt gedacht, man fährt ein paar Meter und dann Ziel. Aber das hat der Ersteller sehr, sehr gut gemacht. Campen abgeschlossen und damit wären die wöchentlichen Aufgaben schon wieder beendet. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, dann auf jeden Fall Abo nicht vergessen. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Ansonsten bin ich samstags live auf Twitch mit Tuning-Treffen. Diesen Samstag natürlich auch wieder. Ich würde mich freuen, wenn du einschaltest. Und dann bin ich jetzt mal raus. Sage bis zum nächsten Mal und ciao.